Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Tagesenergie am 13. August 2019 nach Maya-Kalender. Im Maya-Kalender gibt es 20 Wellen. Wir befinden uns gerade im 19. Welle und das heißt Men, übersetzt bedeutet Adler. Diese Welle oder Schwingung dauert bis 14. August 2019. Und diese Zeit beschreibt gerade die Zeitqualität. Wir sollen unserem Leben aus einer höheren Perspektive aus betrachten. Wir sollen auf die Verbindungen achten und unsere Träume, unsere Visionen verwirklichen. Es werden auch wichtige Informationen kommen in dieser Zeit, öffnen sich neue Türen, neue Chancen, neue Möglichkeiten und wir sollen auch diesen Weitblick genießen. Im heutigen Tag ist wichtig zuhören, was anderen sagen. Wir sollen Informationen sammeln, die Zusammenhänge erkennen und verstehen. Wir brauchen den Überblick. Es ist auch wichtig, etwas loslassen oder von etwas trennen, befreien. Wir sollten heute auch entspannen, meditieren, weil es wird etwas Neues kommen. Wir befinden uns gerade in einer Wandlung. Etwas geht zu Ende, aber kommt etwas in Bewegung. Und wir können mit diesen Neuigkeiten rechnen. Und das war meine Botschaft aus dem Maya-Kalender. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.